السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. ويا مان فايتا بإذن تعالى مت دن فتصش نووي حديثا، ونزوا ويا زند باي حديث 30، ونزوا عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم ابن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن، رواه الدار قطني وغيره. اختلف أهل العلم في هذا الحديث، وهناك من ضعف الحديث، هناك من ضعف الحديث. بارك الله فيكم جزاكم الله خير. حديث نمت غيسي فن أبو ثعلبة الخشني جرثوم ابن ناشر رضي الله عنه فن بروفيت صلى الله عليه وعلى اله وسلم أزاكت دي بروفيت صلى الله عليه وسلم: Wahrlich, Allah, der Erhabene, hat euch Pflichten auferlegt, so vernachlässigt sie nicht. Er hat Grenzen gesetzt, so überschreitet sie nicht. Er hat Dinge verboten, so begeht sie nicht. Er hat über Dinge geschwiegen, aus Erbarmen vor euch, nicht aufgrund des Vergessens, so forscht nicht danach. Ein Hadith Hassan hat Ad-Darqutni erwähnt. Es gibt manche Gelehrte natürlich, die diese Überlieferung als schwach eingestuft haben. Barakallahu fikum. Es gibt manche Gelehrte, die gesagt haben, diese Überlieferung wäre schwach. Und deshalb haben sie gesagt, es gibt natürlich bestimmte Wörter, die in dieser Überlieferung in einer anderen Überlieferung vorkommen. Und zwar wie bei Al-Hakim. Wie bei Al-Hakim. Hier, das geht darum, dass es die Bedeutung des Hadithes natürlich ist in Ordnung und das ist klar. Aber es gibt zwei Gründe, dass die Gelehrten gesagt haben, diese Überlieferung wäre schwach. Und zwar erstmal, das geht um die Überlieferungskette. Es gibt einen Makhul. Der Makhul hat nicht von Abi Tha'laba gehört. Erstens. Zweitens, manche Gelehrten sagen, dass es von Abu Tha'laba, von Abi Tha'laba gesagt und nicht vom Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa sallam. Auch bei At-Tirmidhi, barakallahu fikum, gibt es noch eine Überlieferung und diese Überlieferung wäre, sage ich jetzt, Hassan, wäre Hassan. Aber allgemein, Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Die Überlieferung ist daif. Die Überlieferung ist schwach. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Aber die Bedeutung dieser Überlieferung ist in Ordnung. Und zwar, natürlich, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns Verpflichtungen auferlegt. Und wenn wir das nicht tun, dann haben wir Sünden begangen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns bestimmte Grenzen gegeben in der Religion. Wenn wir diese Grenzen überschreiten, dann haben wir Sünden begangen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat bestimmte Themen
und sozusagen nicht erwähnt, nicht weil Allah subhanahu wa ta'ala vergisst, sondern weil Allah subhanahu wa ta'ala uns Barmherzigkeit dabei geschenkt hat. Deshalb man sollte nicht danach suchen, damit am Ende das verbietet. Und hier, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, Al-Fard, was ist Al-Fard? Al-Fard, das ist die Verpflichtung. Das ist, was Allah subhanahu wa ta'ala uns verpflichtet hat. Und wenn wir das nicht tun, dann begehen wir Sünde. Und wenn wir das praktizieren, dann begehen wir Gutes. Und die Grenzen, die sind auch klar, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns Grenzen eingesetzt hat in der Religion. Und wir dürfen nicht nach unseren Köpfen erlauben und verbieten. Das dürfen wir nicht. Sondern man muss das mit klaren Beweisen, mit dem richtigen Verstand natürlich, das verstehen. Natürlich, barakallahu fikum.